Hi, ich bin Nathalie und diese Woche gibt es bei Place to Be Stars und Stories von und mit dem neuen Projekt von Schauspieler Channing Tatum, einer krassen Message von Sänger The Weeknd, privaten Einblicken von Sängerin Shireen David und Nachrichten von Ed Sheeran, der sein Kind nach einem Kontinent benennt. Schauspieler und Magic Mike Star Channing Tatum hat nun verraten, welchem Projekt er sich während der Quarantäne gewidmet hat. Der Vater einer Tochter bringt nun sein erstes eigenes Kinderbuch heraus. Die News verkündet er mit einem Post aus dem Kinderzimmer. Dazu schreibt er: Leute, ich habe mich aus Versehen im Kinderzimmer meiner 7-jährigen Tochter eingesperrt und dabei mein inneres Kind entdeckt. Wenn das mal nicht eine niedliche Liebeserklärung an Töchterchen Everly ist. Ein starkes Statement setzt auch der Sänger The Weeknd bei den VMAs. Der Musiker erschien mit einem geschminkten, aber sehr echt wirkenden Pfeilchen und aufgeplatzter Lippe, um auf die Opfer von Polizeigewalt gegen schwarze Menschen aufmerksam zu machen. Weiterhin nutzte der 30-Jährige, der mit seinem Video zu Blinding Lights den Preis Video of the Year gewann, seine Dankesrede, um aktuellen Opfern zu gedenken. It's really hard for me to celebrate right now and enjoy this moment, so I'm just gonna say justice for Jacob Blake and justice for Breonna Taylor. Thank you. Musikerin Shireen David zieht um und verriet jetzt, wo sie ihre erste Wohnung in Berlin hatte. Während man die Musikerin sonst immer nur super glamourös kennt, zeigt sie nun, dass sie eigentlich relativ bodenständig in einem normalen Neubau in der Lehrter Straße in Berlin, Moabit, gewohnt hat. Bisher gab sie nur wenige Einblicke in ihr privates Reich. Nun sagt sie Tschüss zu ihrer alten Gegend und schreibt: Hat mich sehr gefreut, Moabit. Ich sag mal Tschüss zu Moabit, da oben habe ich gewohnt, 2 Jahre lang. Das hier war meine Hut und meine erste Wohnung, meine erste eigene Wohnung in Berlin. Und wir sagen Bye Bye. Wohin sie nun zieht und ob ihr neues Heim etwas mehr Glam hat, ist bisher noch ein Geheimnis. Sängerin Adele zeigte sich anfangs der Woche in einem knappen Karneval-Outfit auf Instagram und begeistert mit ihrer neuen Figur Millionen von Fans. Adele soll mittels Diät über 40 Kilo abgenommen haben und fühlt sich sichtlich wohl in ihrer Haut. An dieser Stelle sei aber gesagt, ob kurvig oder schlank, das Wichtigste ist doch, dass man sich in seiner Haut wohlfühlt. Übrigens, die Place to Be Instagram Community findet, dass Adele nun Sängerin Katy Perry zum Verwechseln ähnlich sieht. Baby News bei Ed Sheeran. Der Sänger verriet nun den außergewöhnlichen Namen seines ersten Sohnes, den er nach einem Kontinent benannt hat. Um diesen und weitere verrückte Promi-Namen geht es diese Woche in unseren Insights. Nach zahlreichen Gerüchten verkündet Sänger Ed Sheeran jetzt auf Instagram, dass er zum ersten Mal Papa geworden ist. Zu einem Foto von Babysöckchen schreibt der Sänger: Mutter und Baby geht es fantastisch und wir schweben auf Wolke 7. Seine Ehefrau Cherry Seaborn hat die gemeinsame Tochter vergangene Woche zur Welt gebracht. Besonders interessant ist auch die Namenswahl der frisch gebackenen Eltern. Ihre Tochter heißt Lyra und mit zweiten Namen Antarktika. Zu Deutsch der Kontinent Antarktis. Aber nicht nur Ed Sheeran steht auf außergewöhnliche Namen. Sängerin Katy Perry und Schauspieler Orlando Bloom sind erst letzte Woche Eltern einer Tochter geworden und zeigen sich bei der Namenswahl als besondere Naturliebhaber. Ihre Kleine trägt den Namen Daisy Duff, zu Deutsch Gänseblümchen Taube. Auch Christina Aguilera hat sich bei der Namenswahl für ihre Tochter von der Natur inspirieren lassen. Die Sängerin hat ihrer mittlerweile 6-jährigen Tochter den Namen Summer Rain, zu Deutsch Sommerregen, gegeben. Auch Jahreszeiten scheinen eine große Rolle bei der Namensgebung von Promi-Kindern zu spielen. So trägt die Tochter von Musikerin Sarah Connor den Namen Summer. It-Girl Nicole Richie hat sich dagegen eher von der kalten Jahreszeit inspirieren lassen. Ihre Tochter trägt den Namen Harlow Winter Kate. Auch besonders beliebt bei der Namenswahl: Orte. So haben Mario und Ann-Kathrin Götze ihren Sohn nach der italienischen Hauptstadt Rome genannt. Der King of Pop, Michael Jackson, hat seine Tochter nach der Stadt der Liebe, Paris, benannt. Auch Hollywood-Schauspieler benennen ihre Kinder gerne nach Orten. So ist der Sohn von Schauspielerin Reese Witherspoon nach dem amerikanischen Bundesstaat Tennessee benannt. Die Tochter von Chris Hemsworth heißt India. Das Tolle an außergewöhnlichen Namen: sie sind in der Regel geschlechtsneutral und können sowohl für Mädchen als auch für Jungen verwendet werden. Hier ein Beispiel.
Während Jimmy Blue Ochsenknecht mit Zweitnamen nach der Farbe Blau benannt ist, haben Sängerin Beyoncé und Rapper Jay-Z ihre Tochter Blue Ivy genannt, zu Deutsch Blauer Efeu. Unsere Inspiration of the Week kommt dieses Mal aus China. Dort protestiert die 17-jährige Howie Wu einsam seit einem Jahr gegen den Klimawandel. Hello, my name is Howie Wu. I'm 16 years old. I'm from mainland China and I'm a climate activist. Im Mai 2019 stand Chinas erste und bisher einzige Klimastreikerin zum ersten Mal mit einem selbstgemalten Schild vor dem Regierungssitz der Stadt Guilin. Nach 7 Tagen kam die Polizei und schickte sie weg. Inzwischen darf sie nicht mehr zur Schule gehen und reist mit ihren Schildern quer durch das Land. Medien dürfen vor Ort nicht über sie berichten. Und auch ihr Twitter-Account, auf dem sie über 10.000 Follower hat, ist in China geblockt. Wir bewundern Howie Wu für ihren Mut und hoffen, dass ihr Beispiel andere motiviert. Das war's auch wieder von Stars und Stories. Wenn ihr noch mehr Stars und Stories möchtet, dann folgt uns auf Instagram @placetobe.